Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Zeuners Crime Time. Dieses Mal mit etwas ernsterem Hintergrund aus aktuellem Anlass. Und dieser Anlass trug sich zu in Russland, Alexei Nawalny. Und da gibt es ein Buch von mir, einen Krimi, Novichok, tödliches Gift, ein Kokoschansky-Krimi, der ein bisschen Einblick gibt in die Problematik rund um dieses Gift Novichok und eben auch, wie der Kreml tickt. Sie haben gezeigt, dass Sie so barbarisch und unbarmherzig sind, wie Ihre schärfsten Kritiker behaupten. Sie werden es vielleicht schaffen, einen Mann zum Schweigen zu bringen, aber das Aufheulen des Protests aus aller Welt, Herr Putin, wird für den Rest Ihres Lebens in Ihren Ohren hallen. Möge Gott Ihnen dafür vergeben, was Sie nicht nur mir, sondern auch dem geliebten Russland angetan haben. Ex-FSB-Agent Alexander Litwinenko, wenige Tage vor seinem qualvollen Tod 2006 in einem Londoner Krankenhaus, nachdem er mit radioaktivem Polonium-210 vergiftet worden war. Wissen Sie, Alexei, Sie sind kein Verräter, Sie sind ein Feind. Feinde stehen direkt vor einem. Man führt Krieg mit ihnen, dann schließt man einen Waffenstillstand und alles ist geregelt. Ein Verräter aber muss vernichtet werden, ausgelöscht. Wladimir Putin 2001 gegenüber einem kritischen russischen Journalisten. So etwas wie einen Ex-KGB-Mann gibt es nicht. Wladimir Putin. Die Verräter werden ins Gras beißen, vertrauen Sie mir. Die Leute haben ihre Freunde betrogen, ihre Waffenbrüder. Wladimir Putin im Juli 2010 anlässlich eines geheimen Agentenaustausches in Wien. Mit Höflichkeit und einer Waffe kann man weit mehr erreichen als nur mit Höflichkeit. Wladimir Putin 2014 anlässlich einer Waffenausstellung auf der Krim. Freitag, 26. April 2019, Wien, 10 Uhr. 110 Euro, wer bietet mehr? Höre ich noch ein weiteres Gebot? Nein, zum Ersten, zum Zweiten. Der Auktionator unterbricht kurz, blickt in den bis auf den letzten Platz gefüllten Saal. Einige fanden gar keinen Sitzplatz mehr, stehen entlang der Wände. Vielleicht hebt noch jemand die Hand, aber niemand ist mehr daran interessiert. Und zum Dritten. Der Auktionator schlägt mit einem kleinen hölzernen Hammer auf eine Scheibe auf seinem Stehpult, hat das Auditorium fest im Griff, bewahrt souverän den Überblick. Die E-Gitarre mit Koffer geht an den Herrn in dem schwarzen Sweater. Der jüngere Mann mit den langen Haaren ist mehr als erfreut, dass ihm ein offensichtliches Schnäppchen gelungen ist. Das Instrument dürfte nicht sehr oft in Verwendung gewesen sein. Es zeigen sich keinerlei nennenswerte Gebrauchsspuren auf dem Griffbrett. Die Saiten waren bestimmt erst vor kurzem neu aufgezogen worden. Für den begeisterten Rockmusiker, der in einer Kommerzband spielt, absolut unverständlich, wie man sein Instrument in einem Zug vergessen kann und sich auch nicht darum schert, es wiederzubekommen. Für ihn ist die Versteigerung vergessener, herrenloser Gepäckstücke im Wiener Hauptbahnhof gelaufen. Er hat bekommen, was er wollte und verlässt selig den Saal. Er kam wie viele andere zu dieser Auktion ohne jegliche Erwartungen. Zwar ist es keine Fender Stratocaster, aber bei diesem Preis darf man nicht meckern. Verwundert schüttelt der Gitarrist den Kopf, als er den Raum verlässt und an den ausgestellten Stücken, die an den Mann gebracht werden sollen, vorbeigeht. Unglaublich, was die Leute vergessen oder vielleicht auch auf diese Weise absichtlich loswerden wollen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Laptops, Monitore, elektronische Geräte jeder Art, komplette Kamera- und Videoausrüstungen, Kopfhörer, ein Karton voller Handys, darunter einige Smartphones der neuesten Generation. Koffer und Trolleys in den unterschiedlichsten Größen und Farben, Taschenschlaf und Rucksäcke, Fahrräder und Scooter, selbst Rollatoren, Krücken und Gehstöcke warten auf neue Besitzer. Ganz zu schweigen von den Unmengen an Regenschirmen. Ein gewaltiges Warenlager ist hier aufgebaut und so mancher Laden würde damit sein Auslangen finden. Heutzutage kauft man im Internet ein, lässt es sich nach Hause liefern. So läuft das in der Wegwerfgesellschaft. Verliert man einen Gegenstand,
macht man sich kaum noch die Mühe, danach zu suchen. Umgehend wird neu gekauft und es ist erledigt. Ähnliche Gedanken gehen durch die Köpfe des älteren Ehepaars, das in der zweiten Reihe sitzt und die Auktion aufmerksam verfolgt. Eigentlich sind sie auf ihre Initiative hier gelandet. Im Fernsehen sah die Frau schon einige Male Berichte über Versteigerungen in Bahnhöfen. Nun will sie es selbst erleben. Schließlich kann in so einem Koffer, der zu einem Schleuderpreis den Besitzer wechselt, auch Wertvolles drin sein. Niemand erfährt vorher etwas von den Inhalten, selbst das Versteigerungspersonal hat keine Ahnung. Ihr Mann war ursprünglich ziemlich skeptisch, ließ sich aber doch breitschlagen, nachdem sie eine Ankündigung in der Zeitung entdeckt hatte. Inzwischen ist er selbst vom Jagdfieber angesteckt, doch das wird er niemals zugeben. Seiner Frau gegenüber meint er nur, das absolute Limit sind 150 Euro. Schließlich beziehen beide keine üppigen Pensionen. Doch einmal im Jahr ein bisschen über die Stränge schlagen, hieß schon drin. Selbstverständlich sahen sie sich vorher einige der ausgestellten Dinge an und beide waren sich einig, dass es einiges gebe, was ihnen gefällt. Aber das Haushaltsbudget zeigt ihnen ihre Grenzen auf. 150 Euro für einen eventuellen Flop wären bereits ein enormes Risiko. Inzwischen sind einige Fahrräder, Kinderspielzeug und drei Laptops unter den Hammer gekommen. Jetzt hat die dickliche, ziemlich aufgedonnerte, neben dem Ehepaar sitzende Frau einen äußerst ramponierten großen Karton für einen Pappenstiel erworben. Die neuen Besitzer müssen sofort nach dem Zuschlag an der professorischen Kasse bar bezahlen, bevor sie ihr neues Eigentum ausgehändigt bekommen. Die meisten öffnen die Errungenschaften sofort. Natürlich auch diese Frau, die es kaum erwarten kann und obendrein noch sehr affektiert wirkt. Anscheinend ist sie nicht zum ersten Male hier, da sie aus ihrer Handtasche Schere und Taschenmesser zaubert, um die Klebestreifen, mit denen der Karton äußerst wild umwickelt ist, zu lösen. Das Ehepaar beobachtet sie verstohlen und amüsiert sich köstlich. Die Gier in den Augen ist nicht zu übersehen. Endlich ist die Schachtel geöffnet und immer größer ihre Enttäuschung. Mehr als ein Haufen Dreckwäsche, wobei an einigen Stücken, besonders an unterschiedlicher Unterwäsche, mehr als deutliche Gebrauchsspuren zu sehen sind, kommt nicht zum Vorschein. Einige der Umstehenden können sich ein Grinsen nicht verkneifen. Da wollte sich wohl jemand die Wäscherei ersparen, kommentiert einer der Besucher trocken. Das hätte sie billiger haben können und nicht 40 Euro in den Sand setzen müssen. Es bestärkt den ohnehin misstrauischen Oskar Meissner abermals, dass es ein Fehler war, überhaupt herzukommen. Andererseits muss er sich eingestehen, dass dem Herrn vor Ihnen mit der Reisetasche tatsächlich ein super Wurf gelungen ist. Wie er sehen kann, ist in der Tasche auch eine Schatulle und darin liegen einige Damen- und Herrenarmbanduhren. Für 80 Euro kein schlechtes Geschäft. Wer weiß, woher die Chronometer ursprünglich stammen, wem sie gehört haben und was sie tatsächlich wert sind. Möglicherweise heiße Ware, die aus einem Einbruch oder einer anderen krummen Tour stammt. Wer weiß, vielleicht bekommt der neue Besitzer massive Probleme, wenn er die Uhren selbst verhökern will. Oskar Meissner will das gar nicht wissen. Jetzt schlagen wir zu, meint Franziska Meissner. Den Trolley können wir gut gebrauchen, wenn wir auf Kur fahren. Unsere ist doch bereits reif für den Müll. Der Auktionator preist den fahrbaren Koffer in dunkelblau an, startet mit einem Ausrufungspreis von 25 Euro, holt die ersten Angebote ein. Das ist ein Samsonite-Oscar, weist Franziska Meissner ihren Mann extra auf die Nobelmarke hin und der sieht ziemlich neu aus. Aber sicherlich gebe ich für das Ding keine 150 aus, bremst er seine Frau ein. So einen Trolley kriegt man inzwischen weitaus billiger. Es kommt auch auf den Inhalt an, beharrt sie etwas eingeschnappt, hebt die Hand. Eben drum. Inzwischen ist das Angebot auf 70 gestiegen. Außerdem ist das ein Markenkoffer. Und wenn wir ihn tatsächlich bekommen und öffnen, ist vielleicht auch nur dreckiges Zeug drin und wir sind die Vollkoffer. Ach, winkt sie ab, bietet nochmals mit. 80 Euro sind geboten, tönt die wohlklingende Stimme des Auktionators, höre ich 85 von dem Herrn hinten rechts in dem hellen Trenchcoat. Franziska Meissner hebt abermals die Hand. 90 sind für das gute Stück geboten. Das wird sich erst weisen, knurrt Oskar Meissner, während sich seine Frau mehr und mehr ins Auktionsfieber steigert. 90, niemand mehr als 90, 90 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Der dunkelblaue Samsonite-Trolley geht an das Bar in der zweiten Reihe.
Bist du jetzt zufrieden? Fragt Oskar Meissner. Wenn es ein Flop ist, fahre ich sicherlich nicht mit dem Zeug auf die Deponie. Das geht mich nichts an. Du hast immer an allem und jedem etwas auszusetzen, erwidert sie, steht auf, bezahlt und kehrt mit dem Trolley zurück. Ihr Mann folgt ihr, schließlich bleibt ihm nichts anderes übrig, zu einem Tisch, auf dem bereits der Koffer liegt und seine Frau die Reißverschlüsse der Vortaschen geöffnet hat. Mehr als 3 Packungen Papiertaschentücher kommen nicht zum Vorschein. Ich hab's ja gewusst, schimpft Oskar Meissner, 90 Euro sinnlos für ein paar Rotzfetzen zum Fenster hinausgeschmissen. Du gehst mir mit deinem Pessimismus schwer auf die Nerven, giftet seine Frau zurück. Wir haben das Ding doch noch gar nicht richtig geöffnet. Offensichtlich hat ein Ausländer diesen Trolley verloren oder vergessen. Sie deutet auf die Packungen der Papiertaschentücher. Was ist das für eine Schrift? Wem wohl dieser Trolley gehört hat? Keine Ahnung. Ihr Mann zuckt mit den Schultern. Es ist Zyrillisch, vielleicht ein Russe, Ukrainer, Bulgare, was weiß denn ich. Und es ist mir auch herzlich wurscht. Ob da echter Kaviar drin ist, meint Franziska Meissner, oder Grimseck? Ja klar, macht sich ihr Mann lustig, dazu eine Balalaika und die Tonkosaken versteckt noch in einer Matroschka. Dafür musst du erstmal den Trolley öffnen können. Tatsächlich ist der Hauptreißverschluss mit einem winzigen Schloss gesichert und natürlich ist das dazu passende Schlüsselchen nicht vorhanden. Ein Auktionsbesucher, anscheinend ein Profi auf diesem Gebiet, der die Szene wortlos beobachtet, reicht Oskar Meissner eine kleine Zange, mit der sich das Schlösschen problemlos knacken lässt. Der Inhalt des Trolleys bestätigt Oskar Meissners Befürchtungen. Nichts von Wert. Abgesehen von einigen hochwertigen männlichen Kleidungsstücken jedoch nicht seine Größe. Ebenso 2 Paar elegante Schuhe, ebenfalls um mindestens eine Nummer zu klein. Entsprechend sauer reagiert er. Im Gegensatz zu seiner Frau, die noch immer auf den ganz großen Coup hofft. Sie öffnet den Kulturbeutel, gefüllt mit erstklassigen Toilettartikeln, natürlich für einen Mann. Dafür kann sie ihren Alten absolut nicht begeistern. Ihm reichen die billigen Pflegeprodukte aus dem Drogeriemarkt. Zumindest den elektrischen Rasierapparat nimmt er näher in Augenschein. Für ihn das bisher einzig brauchbare Ding in diesem Trolley. Dafür jubelt seine Frau umso mehr. Sie hält ein wunderschön gestaltetes, türkisfarbenes Parfumflakon in Form einer Muschel in Händen. Kenzo World, murmelt sie. Was ist? Fragt ihr Mann. Es hat sich doch gelohnt, antwortet sie triumphierend. Das ist ein exklusives Parfum von diesem japanischen Modeschöpfer. Das bekommst du niemals um 90 Euro. Insgeheim wundert sich Oskar Meissner, was seine Frau weiß. Bringt anscheinend doch etwas, die Gesellschaftskolumnen in den Gazetten und die einschlägigen Fernsehsendungen über die High Society zu verfolgen. Er gönnt es ihr, wenn sie damit Freude hat. Jetzt besitzt auch sie einen exklusiven Duft. Was zu Hause im Badezimmer herumsteht, riecht zwar ganz gut, aber Markennamen sind es nicht. Entweder sind es kleine Geschenke zu unterschiedlichen Anlässen oder sie kauft sich ab und zu selbst ein billiges Duftwässerchen. Mach doch mal auf, fordert er seine Frau in versöhnlichem Ton auf, lass mal schnuppern. Das Parfum ist nicht mehr original verpackt, es ist bereits verwendet worden, ungefähr zur Hälfte verbraucht. Franziska Meissner macht sich keine weiteren Gedanken darüber, die paar fehlenden Tropfen kann sie leicht verschmerzen. Es ist noch genügend vorhanden. Verzieht er das Gesicht. Für ein Parfum ist es aber mehr als geruchslos. Du hast doch keine Ahnung, weist sie ihn augenblicklich zurecht. Das kommt doch erst richtig zur Geltung, wenn es mit der Haut in Berührung kommt und einwirkt. Jedes Parfum verströmt einen gewissen Duft, lässt Oskar Meissner dieses Argument nicht gelten, auch wenn das Fläschchen geöffnet wird. Wart's ab. Sie sprüht sich sofort ein bisschen vermeintliches Kenzo World hinter die Ohren, auf die Handgelenke und die Wangen, schnuppert ebenfalls ausgiebig. Die Kleidung könnte Gregor passen, meint sie. Franziska, du glaubst doch selbst nicht, dass unser Sohn gebrauchte Klamotten anzieht, ein Feinspitz, wie er nun einmal ist. Dann spenden wir das Zeug der Caritas oder... Sie darf den Satz nicht mehr vollenden. Plötzlich wird sie aschfahl im Gesicht, verdreht die Augen, das Flakon fällt ihr aus der Hand, zerbricht auf den Boden. Schaum bildet sich vor ihrem Mund, Sekret fließt aus den Mundwinkeln, sie röchelt und ein gewaltiger Schwall Erbrochenes ergießt sich über den Trolley. Krampfhaft versucht sie noch Halt an dem Tisch zu finden, doch es fehlt ihr sichtlich an Kraft. Dazu ein ungeheurer Schweißausbruch. Entsetzt weichen einige der unmittelbar Umstehenden zurück. Franziska Meissner verdreht die Augen, bricht zusammen, verkrampft sich.
Sämtliche Muskelfunktionen quittieren den Dienst und sie verfällt in tiefe Bewusstlosigkeit. Franziska, was ist los? Mehr kommt auch ihrem Mann nicht mehr über die Lippen. Oskar Meissner knallt mit den gleichen Symptomen wie seine Frau auf die Steinfliesen und verliert augenblicklich das Bewusstsein. Der Auktionator bemerkt sofort die Unruhe im hinteren Teil des Saals, unterbricht, eilt herbei, sieht die beiden älteren Leute am Boden liegen, ruft nach einem Arzt. Mit Hilfe einiger beherzter Besucher bringt er die Meissners in die stabile Seitenlage, damit sie nicht an ihren eigenen Zungen ersticken. Verdammt nochmal, wo bleibt denn ein Arzt? Hat jemand die Rettung verständigt? Ist den beiden schlecht geworden? Der Auktionator kniet direkt neben den Splittern des zerborstenen Parfümbehälters. Der Mann, der Oskar Meissner die Zange gereicht hatte, um das Schloss des Trolleys durchzuzwicken, erklärt, dass die beiden an etwas gerochen hätten und sich damit eingesprüht haben. Seiner Ansicht nach kann es sich nur um ein Parfum gehandelt haben. Dann müsste doch etwas zu riechen sein, meint der Auktionator, fühlt dabei abwechselnd den Puls der Bewusstlosen, der bereits nicht mehr spürbar ist, aber ein dritter Mensch kippt an diesem Freitagvormittag zur Seite und verliert sein Bewusstsein. Ebenso ein junges Pärchen, das sich um das alte Ehepaar kümmerte und mit dieser unbekannten gefährlichen Flüssigkeit in Berührung kam, indem es vorsichtig Splitter des Flakons aufgehoben und daran gerochen hatte. Inzwischen hat der Großteil der Anwesenden den Vorfall bemerkt und kapiert, dass etwas nicht stimmen kann. In Sekundenschnelle bricht Panik aus, die Menschen verlassen fluchtartig den Saal. Trotzdem gibt es in solchen Situationen Typen, die gewissenlos und ohne jegliche Pietät sämtliche Anstandsregeln über Bord werfen und kriminell werden. So verschwinden einige der ausgestellten Handys in den Taschen und auch ein Fotoapparat wird blitzschnell entwendet. In Windeseile verbreiten sich Angst und Schrecken im gesamten Areal des Hauptbahnhofs, verlagern sich hinaus in die Stadt und ins Land. Handytelefonate, SMS, WhatsApp und die sozialen Medien tragen ihren Teil dazu bei, dass sich Panik wie eine Seuche verselbstständigen kann. Obwohl niemand genaueres weiß, ist augenblicklich die Rede von zahlreichen Toten und unzählige Gerüchte machen die Runde, werden aufgebauscht und geben neuen, immer absurderen Meldungen reichlich Nahrung. Zwar twittert die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien, dass noch keinerlei Anhaltspunkte für einen etwaigen Terroranschlag vorliegen und ersucht, Ruhe zu bewahren, aber sobald der Ofen in der Gerüchteküche entzündet ist, sind sämtliche Löschversuche zum Scheitern verurteilt. Das Unbekannte, Schreckliche, Gefährliche und sichtlich Tödliche schwebt wie eine unsichtbare Dunstglocke über den Hauptbahnhof, nimmt von Wien und schließlich von Österreich Besitz. Selbstverständlich bildet sich sofort eine bestimmte Meinung in weiten Teilen der Bevölkerung. Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten, den fremdenfeindlichen und Islamgegnern. Dahinter können nur der IS-Rückkehrer aus dem ehemaligen Islamischen Staat oder Asylwerber mit Terrorabsichten stecken. Unschuldige kommen zum Handkuss. Auf dem riesigen Vorplatz des Hauptbahnhofs wird ein arabisch aussehender Mann mit Rucksack auf dem Rücken von einigen Männern umzingelt, brutal zusammengeschlagen und festgehalten. Schnell stellt sich heraus, der bedauernswerte Mensch ist österreichischer Staatsbürger, arbeitete in einem der Geschäfte im Bahnhof und wollte seinen Dienst antreten. Inzwischen sind sämtliche verfügbaren Kräfte zusammengezogen worden und ein Polizeigroßaufgebot regelt den Hauptbahnhof ab. Ein Trupp der Weger hat vor dem Unglücksraum, in dem die fatale Auktion stattfand und in dem nun 5 Leichen liegen, Stellung bezogen. Immer mehr Blaulichter tauchen auf und Folgetonhörner sind zu hören. Die Berufsrettung schickt alle zur Verfügung stehenden Katastrophenzüge und vorerst nicht benötigten Rettungsfahrzeuge zum Unglücksort. Nach ersten Befragungen unmittelbarer Augenzeugen, die an der Auktion teilgenommen hatten, geben die Einsatzkräfte von einem Giftanschlag aus. Vielleicht sogar mit radioaktivem Material. Die Feuerwehr stellt entsprechende Schutzkleidung und schwere Atemschutzgeräte zur Verfügung. Dermaßen ausgerüstet wagen sich einige Rettungsärzte und Sanitäter in den Auktionsraum, untersuchen die Opfer, können jedoch nur mehr den Tod aller 5 unmittelbar Beteiligten feststellen. Die vorhandenen Splitter des vermeintlichen Parfümflakons werden eingesammelt, in speziellen Behältern gesichert und den Kriminaltechnikern übergeben. Erste vorläufige Messungen ergeben glücklicherweise keinerlei Verstrahlung. Die gesamte, nicht versteigerte Auktionsware wird beschlagnahmt, ebenso der Trolley unbekannter Herkunft, in dem dieses Teufelszeug war, und sämtliche persönlichen Gegenstände der 5 Opfer.
Die Sachen werden in Spezialcontainern gelagert und zur weiteren Untersuchung ins österreichische Forschungszentrum Seibersdorf in Niederösterreich geschafft. Zusätzlich wird vom Bundesheer die ABC-Abwehrtruppe angefordert, die für einen solchen Ausnahmefall bestens gerüstet ist, mit atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen umzugehen versteht. Hubschrauber der Polizei und des Innenministeriums kreisen über dem Gelände. Die Einsatzleitung will nichts riskieren, besteht auf der sofortigen Evakuierung des Hauptbahnhofs und auf einen Sperring von einigen hundert Metern rund um das Bahnhofsgelände. Niemand weiß, worum es sich eigentlich handelt. Aber sämtliche Verantwortlichen sind sich einig, es kann nur Gift, ein spezieller Kampfstoff sein. Ebenso ist völlig unklar, ob und wie viel von diesem unbekannten Zeug noch im Umlauf ist und vor allem wo. Nur im Bahnhof oder bereits an anderen Orten in Wien, in Österreich? Ein Polizeioffizier spricht es im kleinen Kreis aus, woran einige bereits denken. Salisbury. Die Evakuierung des Hauptbahnhofs geht zügig voran. Dennoch lassen sich Angst und Panik nicht vermeiden. Vielen Menschen steht der Horror in die Gesichter geschrieben. Offensichtlich, dass etwas nicht stimmt. Doch was ist der Grund? Was steckt dahinter? Eine Bombendrohung? Ein verhinderter Anschlag? Oder steht ein Attentat unmittelbar bevor? Es ist die Ungewissheit, die mürbe macht. Nichts wie raus hier und schnellstens weg hier. Man sieht sich die nähere Umgebung genau an, ist misstrauisch geworden gegenüber allen und jeden. Kinder weinen, entweder aus Angst oder weil sie in dem Trubel von ihren Angehörigen getrennt wurden. Hundertschaften von Polizisten sorgen für den geregelten Abzug. Hundestaffeln sind im Einsatz, die Spürnasen versuchen, Verdächtiges zu erschnüffeln. Auch Kriminalbeamte und Verfassungsschützer sind eingetroffen. Einige Leute stolpern über die in der Hektik zurückgelassenen herrenlosen Gepäckstücke. Zusätzliche Mehrarbeit für die Einsatzkräfte. In jedem Trolley, jedem Koffer, jeder Tasche, jedem Rucksack kann eine Bombe verborgen sein. Und irgendwo in dem Getümmel lauert vielleicht der Attentäter, zündet den Sprengkörper mit seinem Handy oder mit einer anderen elektronischen Vorrichtung. Das Chaos ist längst perfekt und die Polizei redlich bemüht, dass die angespannte Situation nicht eskaliert. Natürlich gibt es einige Unverbesserliche, die unbedingt die Gelegenheit nützen müssen, um Fotos zu knipsen und Videos mit ihren Mobiltelefonen zu drehen für die eigene Profilierungssucht auf Facebook, Instagram und Twitter. Manches Handy geht dabei zu Bruch und etliche Möchtegern-Reporter kassieren völlig zu Recht Ohrfeigen von Leuten, die nicht verstehen können, warum man eine solche Ausnahmesituation so schamlos ausnützt. In dem infernalischen Wirbel gehen Lautsprecherdurchsagen völlig unter. Polizisten und andere Einsatzkräfte brüllen herum, versuchen die Massen halbwegs geordnet zu eskortieren, zu den richtigen Ausgängen zu dirigieren. Inzwischen ist der Auktionssaal hermetisch abgeriegelt. Große Sichtblenden verhindern neugierige Blicke. Noch liegen die Leichen in dem Raum, die vorläufigen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Erst nach der Evakuierung werden die Toten in Spezialsärgen auf Schleichwegen, um der bereits vor dem Hauptbahnhof lauernden Journalistenmeute zu entgehen, in die Gerichtsmedizin transportiert. Nur die Einsatzleitung, einige leitende Kriminalbeamte und der Verfassungsschutz wissen, dass der Auslöser ein zerbrochenes Parfümflakon mit unbekannter Flüssigkeit war. Die Mannschaften selbst bleiben weiterhin uninformiert und es wird ein generelles Interviewverbot ausgesprochen, das auch für die Pressesprecher der Einsatzkräfte gilt. Über einen der Nebeneingänge werden der Polizeipräsident und der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit geschleust, um sich nicht Journalistenfragen stellen zu müssen. Nur der Innenminister muss wieder einmal aus der Reihe tanzen, nützt diesen mysteriösen Zwischenfall für die eigene Publicity. Selbstverständlich gefolgt von seiner nicht minder mediengeilen rechten Hand, seinem Generalsekretär, der nichts Besseres zu tun hatte, als sich in seine schmucke Fantasieuniform zu werfen, die er sich extra anfertigen ließ, nachdem für ihn im Ministerium ein Posten geschaffen wurde, den es vorher gar nicht gab. Etlichen Kriminalbeamten, Verfassungsschützern und Polizisten schlafen sofort die Gesichter ein, als dieses äußerst unbeliebte Duo aufkreuzt, doch sie müssen gute Miene zum bösen Spiel machen. Im Zuge dieses unvorhergesehenen Ereignisses werden heute viele Geschäftsinhaber und Lokalbetreiber ein gewaltiges Minus in den Tageseinnahmen verzeichnen. Entweder ist Ware gleich gestohlen worden
oder im Zuge der Räumungsmaßnahmen wurden in den Lokalen die Zechen geprellt. Doch es gibt Videoüberwachung. Einige können sicherlich in den nächsten Tagen ausgeforscht und zur Rechenschaft gezogen werden. Sämtliche Züge, die den Hauptbahnhof anfahren wollen, werden entweder auf offener Strecke gestoppt oder nach Möglichkeit zum Westbahnhof umgeleitet. Da den Hauptbahnhof auch S-Bahnen frequentieren, dürfen die Züge statt einwärts nur bis Bahnhof Wien-Mitte fahren. In der Gegenrichtung endet die Fahrt bereits im Bahnhof Meidling. Zwar sind die Reisenden der österreichischen Bundesbahnen einiges an Kummer gewöhnt, doch dieses Tohuwabohu stellt alles bisherige in den Schatten. Da der Hauptbahnhof auch mit der U-Bahn-Linie U1 erreichbar ist, wird diese Station gesperrt und die U-Bahn-Züge bereits in den Stationen Taubstummengasse und Keplerplatz abgefangen. Lediglich Taxilenker profitieren derzeit und machen das Geschäft ihres Lebens. Wer nicht schnell genug ist, schaut durch die Finger. Es dauert nicht lange und sämtliche Wiener Taxis sind unterwegs. Wer eines braucht, muss lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Sämtliche Straßenbahnen, Busse und die U-Bahnen außerhalb des Sperrkreises sind restlos überfüllt. Die großräumigen Absperrungen verursachen einen totalen Verkehrskollaps mit endlosen Staus. Wien ist zum Stillstand gekommen. Es dominieren Einsatzfahrzeuge, ein gespenstisches, unheimliches Szenario. Die Geräuschkulisse eine Symphonie der Angst, orchestriert vom Knattern der Hubschrauber-Rotorblätter und von den unterschiedlichen Tönen der Folgetonhörner von Polizei, Rettung und Feuerwehr. Der ORF unterbricht sein Programm. Die Redakteure des Verkehrsfunks kommen kaum zum Verschnaufen. Die Zeit im Bild kündigt Sondersendungen auf beiden TV-Kanälen für die nächsten Stunden an. Natürlich gibt es trotz aller Geheimhaltungsversuche immer undichte Stellen. In einer Live-Schaltung der Nachrichtensendungen kommen einige Augenzeugen der Auktion zu Wort, die genau gesehen haben, wie ein älteres Ehepaar an einem Fläschchen schnupperte und kurz danach zusammengebrochen war. Ebenso wie der Auktionator, der helfen wollte, und ein weiteres Paar, das ebenfalls zur Hilfe geeilt war. Noch lässt man die Öffentlichkeit im Ungewissen, ob Todesopfer zu beklagen sind. Allerdings wird auf Dauer die Geheimniskrämerei nicht aufrechterhalten zu sein. Im Bundeskanzleramt und im Innenministerium sind Krisenstäbe gebildet worden, um über die weiteren Vorgangsweisen zu beraten und Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Zum ersten Mal fällt an diesem Tag durch den Moderator der Vergleich mit Salisbury in Großbritannien und er spricht Novichok aus. Dieses mysteriöse Nervengift aus Russlands geheimen Labors, mit dem am 4. März 2018 der russische Ex-Agent und Überläufer Sergei Skripal und seine Tochter Julia in der englischen Stadt vergiftet wurden, jedoch mit sehr viel Glück überlebten. Als der Rockmusiker erfährt, was anscheinend geschehen ist, vergeht ihm augenblicklich jegliche Freude an seiner ersteigerten E-Gitarre. Wer kann schon wissen, ob nicht auch dieses Instrument mit irgendetwas Lebensgefährliches kontaminiert ist. Das Ding muss schleunigst aus seiner Wohnung. Ja, und was es mit Novichok auf sich hat, wie es entwickelt wurde, wie es zum Einsatz kam in den letzten Jahren, wer dafür den Befehl geben darf, dieses Gift einzusetzen, das erfahren Sie eben in Novichok von mir. Und, das mache ich jetzt nur einmal so ein Blätzchen. Das können wir nicht. Ja, und wenn Sie erfahren wollen, was es mit Novichok auf sich hat, wie es entwickelt wurde, was dahinter steckt, wer den Einsatzbefehl dafür überhaupt geben kann, dass dieses Gift angewendet wird, das erfahren Sie in Novichok, tödliches Gift, ein Kokoschanski-Krimi, erschienen im Verlag Federfrei. Das war's für heute. Dieses Mal eben ein ernsteres Thema, eben wie schon am Anfang angesprochen, aus aktuellem Anlass. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Ihr, euer Günther Zäuner. Sind wir gut in der Zeit? Passt. Reicht.